Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Let's Play Destiny. Und ihr seht schon, es geht direkt hier los und wir müssen den heiligen Ritter drin zerstören. Der wartet schon auf uns mit seinen Hexen und so weiter. Und genau. Müssen dann nämlich das Weltengrab öffnen. Ich habe ein bisschen Angst davor. Hier sind noch ganz viele Gegner am Start. Und wir sind ein bisschen hier noch rumgelaufen, haben uns ein bisschen die Welt angeguckt, um mal zu gucken, wie es hier aussieht, ob es irgendwas Besonderes gibt. Also nicht wundern, falls wir die Position leicht dezent gewechselt haben. Ja, und ich bin auch Level 7, das muss man auch mal ganz kurz ankündigen, denn wir haben hier gefightet, wir haben das schon mal probiert und sind kläglich verkackt. Das kann man ja, glaube ich, so sagen. Wollten wir aber nicht in die Aufnahme packen. Nee. Weil, dann hätten wir wieder, wären wir wieder nur gehatet worden. Aber es war lustig, probieren muss ich sagen. Es war lustig, definitiv, aber ja, easy. Auf jeden Fall ganz kurze Information jetzt an dieser Stelle. Ich bin Level 7, habe jetzt eine Impulsgranate und sitze aber auch keinen großen anderen Stuff. Also, den kriegen wir erst später offensichtlich. Und ja, jetzt geht's weiter. Ich bin super bereit für euch und das nutze ich direkt mal aus und dann schauen wir alle weg. Yeah. Du Schwein, komm her. So. So, und da hinten gab es, glaube ich, irgendwo einen Gang, wo wir noch nicht waren. Ja, wir müssen aber erstmal, glaube ich, jetzt hier alles aufbauen. Habt ihr alles weggefegt? Ja, hier ist alles sauber. Gut, wie? Kommt mal lieber wieder zu. Oh, nee, doch ist nicht. Alles sauber. Hm, ja, hm. Habe ich, ist down, Ja, dann würde ich mal wieder zurückgehen, oder? Okay. Dann rennen wir mal darüber. Ich warte mal auf euch. Level 7 geht das natürlich auch deutlich besser von der Hand. War vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir das mal ein bisschen öfter bei. Wir haben natürlich auch Erfahrung dafür bekommen. Ihr seht das am Balken. Und wir haben dann irgendwelche Gegner angegriffen, die viel zu ober unserem Level waren. Da hat gar nichts funktioniert. Wenn da Fragezeichen steht, auf keinen Fall angreifen, sag ich mal. Das ist immer bitter. So, und auf jeden Fall, wir sind hier für die Leute, die vielleicht die letzte Folge nicht gesehen haben. Besiege Kranox und seine Lakaien und erlange den Schlüssel zum Öffnen des Weltengrabes. Da haben wir die letzte Folge beendet. Okay, und was ist das hier? Das wollen wir jetzt tun. Alter, wo sind wir denn hier drin? Uiuiui. Es sieht irgendwie richtig aus, aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass wir hier richtig sind. Das Torhaus ist es auf jeden Fall. Sind wir hier richtig? Ach du Scheiße. Oh, was geht denn hier? Guck mal hier, dauerhafter Schaden. Die macht Damage on time, die Impulsgranate. Ihr seht, die wirkt. Ich kann nicht mehr so schlecht. Okay, Richter achten. Das ist down. Guter Treffer. Und hier gibt es irgendwo, ich kenne das, ich kenne diese Szene aus Gameplay-Videos, hier gibt es ein Schwert irgendwo. Warte mal. Boah, ein Schwert wäre natürlich genial. Wo ist das? War das hier? Ich kann mich auf jeden Fall dran erinnern. Ich glaube, kann sein, dass man es nur alleine spielen kann. Es gibt auf jeden Fall irgendwo so ein Schwert bei Destiny, da kannst du die ganzen Gegner mit zermöbeln. Kann sein, dass es eine spezielle Episode, sage ich schon, eine spezielle Mission ist. Müssen wir ja auch nochmal vorbei. Ja, das kann alles durchaus sein. Kann natürlich auch sein, wie ihr schon wisst, werden hier die Level oft wiederholt. Wir befinden uns ja für viele Missionen auch im selben Areal. Ist aber auch wieder so ein Ding aus Halo, ne? In Halo gab es nämlich auch ein Schwert. Okay. Na gut, das gibt es in ein paar Spielen, Schwerter, munkelt man. Ach so, ja. Also ich glaube, mit meiner Shotgun immer durch Mittelalter. Also hier geht's weiter. Kommt hier! Tschscha! Oh, was geht denn hier? Oh. Hey, Munition. Ja, Munition. Boah, die Shotgun hört sich aber richtig gut an. Ah, weißt du was? Die Shotgun nehme ich auch nochmal. Ist eine gute Idee. Ah, waren wir so da vorne. Hexe! Obwohl, die ist halt deutlich stärker. Nee, komm. Das Impuls, die Dämmerung ist zu krass. Boah, ich bin fast tot. Alter Schwede. Ah, die müssen wir oben, die müssen wir auch blätten, das sind Akolyten. Komm schon in die Ecke, du kleine Laus. Yeah, guter Treffer. Schön gerichtet. Jetzt auf die Hexe drauf. Alles, was geht. Impulsgranate wäre auch fresh. Komm, ich setz die an die Decke. Schön. Hat aber nicht getroffen, glaube ich. Komm, lad nach. Halt die mal oben alle aus. Da bin ich auch gerade dabei. Und dann kommen ganz gut, die Schilder. Ich battle gerade gegen die Hexe. Hexe ist down. Bin auch tot. Das heißt auch. Wow. Ey, gibt's kräftig was auf die Nase gerade. Komm, Tobi, ich hol dich zurück. Ja, danke schön. So, bist wieder da. Boah, ich bin Level 6. Also, wir befinden uns in einem. Herzlichen Glückwunsch. Und wir befinden uns hier in einem Gebiet, muss man kurz dazu erwähnen. Auch für die Leute, die vielleicht die letzte Folge nicht gesehen haben. Wir haben jetzt hier den Ritterblatt. Aber in diesem Gebiet gibt's keinen Wiedereinstieg. Wenn wir alle sterben, müssen wir das ganze Level von neu beginnen. Warte mal, ich würd mal ganz gerne upgraden gerade. Okay. Aber es gibt irgendwo auf dem Mond das Schwert, das weiß ich. Definitiv. Und damit kannst du. Definitiv vielleicht. Und da spielst definitiv. Du nicht in der Ego-Ansicht. Es ist das hier, hier liegt es. Hier liegt ein Schwert, yeah. Guck. Wie hebe ich es auf? Nehmen. Gar nicht. Das lag aber, so ein Schwert lag aber vorher schon da. Also,
Das sind diese Ritterschwerter. Ah, es ist so ein ähnliches. Aber es liegt wahrscheinlich schon imposanter da, oder? Warte mal, hier ist so ein... Hier sind sogar so Schwertdinger, siehst du? Wo die festgehalten werden, so Halterungen für Schwerter. Und das ist bestimmt irgendwo eins in der Mitte. Ah, vielleicht finden wir es nicht. Bitte kein Hate, wenn wir es nicht finden sollten. Ja, falls ihr wisst, wo das ist, bitte mal in die Kommentare schreiben. Genau. Auch für die Leute, die vielleicht hier noch vorbeikommen werden. Oder die halt einfach mal zurück auf den Mond flitzen, um das Schwert mal sich zu holen. Aber guck mal, das ist das Einzige, was hier liegt. Hm. Vielleicht kann man es tatsächlich nur nehmen, wenn man alleine spielt in dieser Zusatzmission. Weil, ich habe halt bisher nur immer gesehen, dass Leute das alleine, die Mission alleine gespielt haben. Aber na gut. Wir müssen, glaube ich, wieder zurück, ne? Ich wollte gerade sagen, wir sind hier definitiv falsch. Ich gucke gerade noch hier oben mal eben rum, aber hier sieht es auch nicht nach Schwert. Wir haben lange keine Kisten mehr entdeckt. Ja, ne? Sind wir so doof? Ja, wenn ich so hohl wäre wie ihr, würde ich auch keine Kiste mehr entdecken, ja? Wo seid ihr denn jetzt lang? Wir stehen hier unten, ne? Genau. Genau hier, Tarata. Okay. Zurück ist natürlich aber auch eine Frage, denn wir müssen ja irgendwie da reinkommen, wo der Ritter ist. Der ist ja in so einem Komplex, der aber verschlossen für uns noch zu sein scheint. Da müssen wir irgendwie einen Weg reinfinden, um den dann zu erledigen. Wie gesagt, Rettung der Menschheit, Pipapo, der ganze Schnickschnack. Es hängt vieles davon ab. Was liegt denn hier? Ach, nur ein Stück Schädelknochen oder so. Kann man doch, so, kann man sein, dass es da rumliegt. Finde ich auch bei mir. Habe ich in meiner Wohnung auch immer rumliegen? Ja, ja, ich auch öfter. Also gehört ja zum guten Ton quasi. Natürlich. Weil wir nach Darmbesuch, ne? Tontauben schießen. Darmbesuch? Darmbesuch. 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 Darmbesuch, Darmbesuch. Damenbesuch, nicht für den ist dasselbe. Ja, ja. Mr. Henke besucht mich immer. Oder Lassie. Ah, rennen wir mal weiter runter. Da sind wir wieder hier. Fragen, hey, sorry. Oh Gott, wie kommen wir hier noch rein? Knochenzirkel, Dunkelheitszone. Müssen wir da irgendwie rüberfliegen oder so? Vielleicht finden wir hier ein Schlupfloch. Also hier gibt es auf jeden Fall mega krasse Gegner. Wir können hier nicht zu weit rumrennen. Aber wie kommen wir da rein? Mördergegner. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir diese Ritter mit dem Fragezeichen töten müssen. Das kann nicht sein. Nee. Die sind auf jeden Fall zu stark. Kann man die von hier treffen? Wollte ich gerade fragen. Nee, können wir nicht. Also sie sind auf uns aufmerksam geworden. Und da ist ein Riesenvieh auch drin. Es öffnen sich auf jeden Fall irgendwie die Tore. Der gute Kranox, wir sehen ihn gerade. Da, seht ihr den? Man kann mal einen Blick herrschen gerade. Der ist natürlich hart. Das ist, glaube ich, die Schwertmission da drin. Ja, es kann sein, dass wir da das Schwert kriegen. Das wäre natürlich geil, weil ich bin ja eher der Nahkämpfer und ein Schwertchen. Aber wie zur Hölle öffnen wir das Ding? Bleib mal hier eben nach kurz. Warte mal. Hier hoch. Die Tür ist auch verschlossen, da kommen wir nicht rein. Irgendwo müsste es doch einen Mechanismus geben oder so, oder? Ja, ich check mal hier oben irgendwas. Also, falls wir es gerade echt übersehen. Oh, warte mal. Warte mal, hier. Ich hab's. Komm mal zu mir. Was? Hier muss der Eingang sein. Ja, hier ist er. Wo bist komm du denn? Zu mir. Komm zu mir. Oh, okay. Vorsicht. Jetzt kurz absprechen. Granaten rein. Und dann alles drauf, was geht, oder was? Das ist der Plan. Auf wen gehen wir denn zuerst? Gehen wir zuerst auf den Dicken? Ich bin schon drin. Hi. Ich bin drin. Okay. Na gut. Kranox. Boah, ist der krass. Ja, so krass ist der gar nicht, der ist schon fast down. So stimmt. Wir haben irgendwas erledigt. Down, da vorne war die Hexe. So. Ich hätte auch gedacht, ich mehr her. Okay, ich weiß, wo wir hin müssen. Ich hab mal eine Schüssel zum Grab aufgehoben. Ja, wir haben den alle. Schön. Ah, ich bin vergiftet. Was ist das denn? Wo sind die? Alle sind vergiftet. Ah, da. Komm durch diese nächtlichen Schleusen, durch die Dunkelheit, wo wir die nicht betreten können. Unsichtbare Mauer for the win. Ja, das ist ein bisschen peinlich. Sorry, ja, aber. Ja, ist es auch. Also, das ist immer so eine Sache. Ah, sieht geil aus hier drin wieder. Aber das war Kranox. Wow. Hey. Kranox. Ja, dann zeigen wir den Leuten jetzt aber noch die starken Ritter. Nur mal kurz zeigen. Ich dachte schon, das wäre. Wieder ab und verkacken die ganze Mission. Das ich dachte schon, das wäre der Endgegner von Destiny gerade. Ja, voll geil inszeniert und dann so eine Popel-Mission. Ja, den haben wir wirklich echt schnell weggesnackt. Okay, sollen wir zum Weltengrab vordringen? Die Herausforderung. Ja, jetzt haben wir den Schlüssel fürs Weltengrab, nachdem wir Kranox erledigt haben. Und mit diesem werden wir dann das Weltengrab betreten. Klingt komplexer, als es ist, Freunde. Im Prinzip werden wir hier durch die Mission auch nicht, also wir netzeln uns hier nieder, quatschen ein bisschen rum und freuen uns über neue Story-Splitter, kann man so sagen. Die ist doch sehr rar. Das sollte uns direkt zum Grab führen. Zum Weltengrab, nicht zu unserem. Du weißt, was ich meine. Dieser Spaßvogel, dieser Ghost. Der spielt immer auch COD-Ghost. Oh, Gottchen. Der war ja richtig gut.
Weltengrab. Dränge die Schar zurück. Für Details bezwinge die Scharhorden, die das Weltengrab beschützen. Dafür sind wir genau nicht die richtigen eigentlich, aber was soll's. Eine Scharade ist das hier. Wo sind die denn hier? Die kommen jetzt, wenn wir da runtergehen wahrscheinlich. Mein Controller vibriert. Meine auch. Hier oben lang. Mein Gamepad auch. War ich mit dem Tobi. Was? Wir sind wir doch da hinten lang gelaufen. Ah ja, stimmt. Ja, genau. In der letzten Episode, ne? War das, glaube ich, oder? Sesam, Sesam, öffne dich! Nur wie? Mein Controller vibriert, sobald ich davor stehe. Jetzt nicht mehr. Wir müssen hier hinten lang. Hier hinten. Guck mal. Guck mal. Ja, ja, der Tobi, guck mal, da müssen wir lang. Guck mal hier. Sehr gut, Tobi. Ja. Gut gesehen, mein Lieber. Oh, Besuch. Oh, hallo. Hi. Oh, was geht denn hier? Party! Oh, meine Granate, ne? Guck mal, wie die alle zerfetzt. Bam! Oh, ich hab 4 oder 5 kaputt gehauen. Nahkampf ist echt geil mit dem Titan. Aber halt auch nur, wenn die halbwegs dein Level haben, ne? Ich glaube, wir müssen eh mal ein bisschen Ritter. Leveln einfach nur. Ja, den gebe ich auf die Nase. Komm her. Drei Ritter. Fuck. Oder zwei. Ritter. Granate, Achtung. Oh, da habe ich verfehlt. Okay, hoch, komm, alles drauf. Den Akolyten habe ich und den Ritter habe ich von der anderen Seite. Ritter ist down. Ist down, yeah. Die Wert hat das zwei führendes Licht erzeugt. Führendes Licht, führendes Licht. Boah, was ist denn hier los? Da, da oh ist mein es. Gott. Da. Zwei Ritter. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt müssen wir aufpassen. Die Hulle. Ja, hab ihn ein bisschen erwischt. Boah. Er ist immun. Scheiße, Mann. Schnell hier hinter Verdecken. Oh, was war das? Wurde von rechts getroffen. Mich hat's erwischt. Oh nein. Ich hol dich raus. Dennis, danke. Okay. Jawohl. Gib dir Deckung. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen, warte mal. Lass uns mal ein bisschen hier hinten gehen. Wir müssen das wahrscheinlich aus der Ferne erledigen, oder? Okay. Werf eine Granate rein. Boah. Sehr schön. Der Messer, ich komm mit dir. Akolyt ist auch down. Der Ritter ist down, oder? Ah, scheiße. Ist gerade der Tobi in meine Schusslinie gelaufen, glaube ich. Bam. Sehr schön. Bin tot. Lady. Tobi holen wir auch noch zurück. Okay, Tobi, willkommen zurück. Sehr nice, sehr nice. Und jetzt alles kommt. Ritter ist down. Ah, Ritter ist sehr down. Schön. Yeah. Feldpanzerung Typ 1. Moment mal. Muss ich die erst abholen? Kann ich direkt anziehen? Geil, ich habe einen neuen Helm. Darf, wenn ich den Geist einsetzen kann, dann geht er hier. Wie der aussieht. Wobei, ich glaube, das sollten wir in der nächsten Folge machen mit dem Geist, oder? Guck mal hier mit dem roten. Sieht schon schnee. Nee, nee, wir haben jetzt 10 Minuten. Ja? Ja, ich komme ja viel länger vor. Okay, dann ab die Post hier rein, deine Hütte. Jo, mach das mal. So, was passiert jetzt? Das sieht mir ein bisschen okay, zu krass aus hier. Ich eindringe, werden sie hinter uns her sein. Also lage die Schar zurück. Bitte was? Okay, umdrehen, umdrehen, umdrehen. Lage die Schar zurück. Umdrehen! Okay, jetzt bin ich gespannt. Oh, da kommen sie alle. Ach du Scheiße. Das hat sich nicht gelohnt. Das ist ein Verfluchter. Verfluchter, nein, eigentlich. Verflucht nochmal. Bitte. Hab ich erledigt. Wow. Boah. Alter. Hey, hier liegt eine Kiste. Gerade ein bisschen enger. Mich hat's erwischt. Ja, ich bin da. Sehr gut, danke. So. Boah, was geht jetzt ab? Alter, okay, da oben, Hexe. Oh. Ey, das ist ein Ritter, eine Hexe, alles. Ah! Wo bist du? Mach den Ritter gerade platt. Ich greif die Hexe an. Hilf, ich bin tot. Hier. Was? Scheiße, Mann. Tobi, 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 Vorsicht! Geh weg, Tobi. Lass, du hast doch, komme, du hast noch Zeit. Nein. Die Hexe habe ich erwischt, fett. Der Ritter ist ja auch da. Hol dich. Sehr gut. Nur mich um die Hexe. Nein, dieser Schweinepriester. Hexe ist tot. Ritter hat mich erledigt. Hab dich. Oh, in letzter Sekunde. So Ritter, Rittersport. Wir haben die Betensteingrenze durchbrochen. Boah, was ist das denn? Junge, Junge. Ich dachte, die können springen. In der Luft erledigt, den Schweinepriester. Er hat es auch nicht anders verdient. Vorsicht, ich glaube, hier hinten sind noch welche. Hier ist Beute. Beute. Ritter. Hier ist die Kiste. Ritter, erstmal Ritter. Yeah, Teamwork ist alles hier. Okay. Wow.
Alter, noch ein Ritter. Und der boxt mich richtig fett in die Fresse. Yeah. Gut gemacht. Okay, Kiste schnell leeren. So, was haben wir da Schönes? Oh, Nox Cantor 3. Mission abgeschlossen. Alter Schwede. Okay, ich habe alles. Die Schar hat gesehen, wie die Dunkelheit tausende von Welten verschlungen hat. Und sie verstreut ihre Saat schon seit Jahrhunderten auf der Erde, während sie auf die Rückkehr ihrer Götter wartet. Ich warne die Stadt. Verschwinden wir. Okay, verschwinden wir. Und ich setze jetzt mal kurz ein, was ich hier für eine geile neue Waffe bekommen habe. Oh, Moskennen, Handfeuer bei Level 7. Nice. Zeigen wir einmal kurz. Guck mal hier, nette neue Waffe. Wollt ihr mal sehen? Ja. Das ging flott, liebe Freunde. Fortschritt auch sehr zu... Ja, kann man machen zwischendurch, ne? Ah, das war doch eine souveräne Mission. Souverän. Oh, cool, ich habe neue Dings. Cool, und den Helm habe ich gefunden, geilerweise. Boah, ich habe ein Scout-Gewehr gefunden, bekommen. Cool. Ja, ich hab die Schrotflinte bekommen, tatsächlich. Und einen besseren Helm. Sieht aus wie so ein Fliegerhelm, ne? Bleib mal einsetzen, so. Den Helm. Ja, genau, das können wir jetzt hier direkt auch machen. So, ich habe doch einen besseren Helm bekommen. Wo ja, ist der wird wahrscheinlich erst angezeigt, wenn du jetzt weiter kriegst, die Mission bestätigst. Bei mir auch noch nicht. Okay. Ja, dann lassen wir zurück. Und dann rüsten wir uns mal ein bisschen aus, würde ich sagen. So, fortsetzen. Sehr schön. Ja, wenigstens hat das geklappt mit dem Ritter und so. Und da sind wir wieder im Orbit. Ohne Zucker. Wie ich wusste, dass es sagt, so weißt du. Da, jetzt könnt ihr euch direkt mal hier wieder verbessern. Ja, wohl bei den. Dann wartet schon die nächste Mission hier auf uns. Gesteigerte Höhe, verbessert Schweben, sodass mehr Höhe gewährt wird. Ah, deswegen kommen die high-leveligen Spieler da so schnell hoch. Ja, sehr geil. Ich werde jetzt langsam rot. Hast du da eine Regel oder was? Sachen für uns. Wie sieht's denn eigentlich mit Zielen aus? Gibt's was Neues im Turm? Da gibt's doch was Neues für uns. Ich sehe mal. Sehen. Ja, im Turm haben wir wieder was Neues zu tun. Da flattern wir auch mal rüber. Können wir uns mal wieder ein bisschen ausrüsten? Ist auf jeden Fall bei Destiny sehr wichtig, dass man sich immer wieder neu ausrüstet, neue Sachen kauft und so weiter. Sonst packt man das tatsächlich nicht. Und wir spielen ja zu dritt und manche müssen ja alleine durch die Galaxie ziehen. Also gar nicht so einfach. Schöne neue Schiff ist so wunderbar. Was mich ein bisschen stört, wir hätten ein paar mehr Zwischensequenzen auch einbinden können, ne? Mhm. So wie der Ritter dann fällt oder so irgendwas Cooles und sowas. Das hätte ich gern gesehen, das finde ich geil. Das wäre dann nochmal so ein bisschen eingebunden, untermalt. Und vielleicht sogar auch ein bisschen erklärt, statt dass nur der Geist erzählt, vielleicht so ein kleines Filmchen zur Geschichte. Das wäre doch auch fein gewesen. Also mit dem Warp sieht auch schon geil aus, ne? Ja, finde ich auch sehr cool. Warp. Aber es ist halt der Loading Screen, Warp. Ne? Ja, aber das finde ich eine gute Lösung wiederum. Also besser als irgend so ein Balken. Natürlich könnte man jetzt unten noch Tipps einblenden. Das wäre natürlich auch super. Yeah! Zurück auf die Erde. Beziehungsweise zurück zum Turm. Turm Piazza, letzte Stadt auf der Erde. Hier sind ganz schön viele andere Spieler jetzt auch, ne? Ja, ganz schön. Guck mal, viele. Level 26, Alter. Ja, ich glaube 27 ist das höchste, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Stimmt falsch. Verneige mich mal. Dann kriegen wir wieder einen Shitstorm hier. Aber ich habe eine neue Waffe. Gelegternte Mond. Hüter, nimm diese Prämie als Zeichen der Verbundenheit der Stadt. Ah, das ist aber nett. Freue ich mich drüber. Dankeschön. Sonst habe ich hier auch gar nicht viel. Oder? Nö. Ich kann nochmal im Waffenladen vorbeischauen. Aber ich bin auch bald Level 8. Benji 44. Ja, ich knapp Level 10. Ah, neue Waffen gibt's für Level 8. Da kommt echt was einiges rum. Scout-Gewehr. Handfeuerwaffe. Wir konnten uns auch irgendwo ausrüsten. Ach, ich bin Level 10. Geil. Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Dankeschön, lieber Sarazar. Aber es dauert halt auch nicht mega lange, ne? Nee, aber ich glaube, es wird richtig. Also, ich glaube, so ab Level 15 dauert es länger. Ja, und für die Leute, die sagen, ey, ich bin schon Level 80, wie lahm seid ihr denn? Wir nehmen natürlich nur auf, wenn wir spielen. Also, dieses Spiel ist natürlich ein reines Let's Play. Und deswegen, wenn jeden Tag eine Folge kommt, sind wir natürlich auch, brauchen wir dementsprechend ein bisschen länger. Wenn so ein Game spielt. Das hat das so an sich. Besser kann man es nicht sagen. Hüter. Ja. So, habt ihr, guck mal, eure Waffen auch geupgradet werden können? Cool. Mit Level 8 kriege ich auf jeden Fall neue Schuhe. Schade, hätte ich jetzt gerne gehabt. Und da wäre auch noch eine geile neue Helmpanzerung drin, ne? Bei unserem Händler des Vertrauens. Bei Level 20 gibt es natürlich richtig geilen Scheiß. Dann sehen wir echt mega böse aus. Aber sonst, der Rest ist nicht zu gebrauchen.
Vorhut Rang 1. Niemals wanken, Hüter. Ja gut. Haben wir ein bisschen abgecheckt und eine erfolgreiche Mission hingelegt. Box Digger ist da. Argo Proxy Omega. Mr. Masamune. Oder Massamune, ich weiß es nicht. Was mir auffällt, ist ein Chat-System, ne? Ja, das gibt's hier gar nicht. Ja, stimmt. Das gibt's überhaupt nicht. Oh cool, hier gibt's Spezialaufträge. Vielleicht sollten wir da mal schauen. Oh, können wir weiter Abzeichen. Könnte ich erwerben hier. Ja, ich habe mir mal Zeichen der Gründer geholt. Einfach nur mal so. Hm? Kostet ja auch nichts. Nö. Kann man sich das ja alles einsacken. Das kann ich machen. Warte mal. Geisthülle, hart, robust und welchen warm? Achso, Valkyrie, das sind die Spezialaufträge, ich verstehe. Das habe ich ja schon. Oh, ja, ach, so ein Tag in der Galaxie. Kann schon dazu ziemlich anspruchsvoll sein. Also ich hätte mir das, gibt's auch nichts Neues, ne? Nee, ich hätte mir das Gameplay so vorgestellt, dass man wirklich wie, sagen wir mal, The Old Republic so riesen Planeten hat, die man dann mit seinen Freunden frei erkunden kann und nicht so Mission zu Mission zu Mission. Also ich hätte mir das so ein bisschen anders vorgestellt, weil ich meine, das Setting ist ja da, die Atmosphäre ist da, die Grafik ist super und so weiter. Und zurzeit habe ich so den Eindruck, dass man wirklich von A nach B geschleust wird, um die Mission zu absolvieren und dann irgendwann ist man Höchstlevel, hat die Story durch und dann kommen die DLCs halt. Und finde ich ein bisschen, also es ist immer ein neuer Anreiz, wenn man neue Sachen hat. Zum Beispiel, wenn man eine neue Waffe kauft, dann finde ich persönlich, sage ich mir dann, ach komm, die muss ich direkt mal ausprobieren. Aber irgendwie, ich finde immer noch fehlt der entsprechende Knick bei dem Spiel, so wo man sagt, Kick. Ja, genau, wo man so sagt, boah, das haut mich jetzt um. Also Grafik ja, stimmt. Also, haut dich um. Es macht schon Laune, ich weiß ja noch gar nicht, wie es anzuschauen. Und es macht halt schon Spaß, ohne Witz. Also es ist ein geiles Spiel bei einem Tadel, aber stellenweise hat man mal, da hätte man mehr erwartet einfach. Und ein bisschen auch Storyline, so. Warum gibt's hier keine Dialoge? So Mass Effect macht das ganz gut vor, finde ich. Ja, ich finde, ja. Man sieht so die Idee des Entwicklers, aber so wirklich gut umgesetzt ist es bis jetzt leider noch nicht. Ich weiß nicht, ob da mal ein zweiter Teil oder sowas kommt. Nee, das Destiny wird auf 10 Jahre gestreckt. Ja. Also die wollen das 10 Jahre lang am Leben erhalten mit DLCs und Na gut, wenn die DLCs immer nur daraus bestehen, dass man eine neue Karte oder so bekommt, weiß ich nicht, ob das wirklich 10 Jahre hält. Ja. Und ich finde so Level 26 für ein Hauptspiel ist schon ziemlich niedrig, oder? Ich weiß ja nicht, wie lange, aber guck mal, das Spiel ist jetzt, sagen wir mal, 2 Wochen draußen, es gibt schon Höchstlevel, weißt du? Ja gut, das hast du aber immer. Das hast du auch bei Call of Duty, die gleich im 10. Prestige sind nach 2 Wochen. Das ist ja das gut, ist aber das ist echt normal, weil das sind dann Leute, die zocken halt viel, viel mehr als wir. Die zocken dann wirklich 24 Stunden am Tag oder so, mal im Urlaub genommen, vielleicht eine Woche und sind dann halt Höchstlevel, ne? Ganz klar. Das ist ja normal eigentlich, das ist aber typischer, obligatorischer Standard. Naja, wir haben uns jetzt ein bisschen eingekehrt hier in dieser Gegend. Wir werden das Spiel auf jeden Fall noch weiter zocken erstmal und gucken mal, wie es dann wird. Und wir sehen uns dann in Kürze wieder bei der nächsten Folge von Destiny. Wie gesagt, alle 2 Tage im Moment, weil wir es einfach nicht schneller schaffen und es macht halt schon richtig Spaß. Aber es gibt halt so ein paar Kritikpunkte, die muss sich der Spieler doch antun. Und deswegen können die Zuschauer ja mal in die Kommentare schreiben, wie die denn bisher so Destiny, also das Let's Play, nicht unbedingt bewerten, sondern das Spiel, was man gesehen hat, das Level-Design, die Grafik und so weiter. Könnt ihr mal ein kleines Review in die Kommentare schreiben. Vielleicht auch die, die schon viel weiter sind, ja, die schon vielleicht Level 26 sind oder so. Oder 24 oder ich sehe jetzt auch gerade 22, sind ja schon einige ziemlich weit, wie man hier gerade in der Stadt sieht. Und das ist natürlich interessant, die natürlich schon wesentlich mehr Erfahrung auch darin haben als wir. Die können dann natürlich auch viel mehr in die Kommentare schreiben. Und für die anderen, die es interessiert, die können auch mal in die Kommentare schauen. Das lohnt sich zwischendurch mal. Und vielen Dank auf jeden Fall fürs Mitschauen. Wir machen jetzt hier ein kleines Päuschen. Sehen uns dann aber in Kürze wieder in der nächsten Folge. Dann wieder auf dem Mond wahrscheinlich. Mit neuen Abenteuern und neuen Begebenheiten. Oder wir probieren mal diese Strike-Mission in Alt-Russland aus. Das können wir auch mal probieren. Vielleicht klappt das ja auch ganz gut. Ansonsten würde ich sagen, wir verabschieden uns an dieser Stelle, ne? Genau. Bis dahin. Bis dann. Ciao. Ciao. Ja, mit dem Ritter haben wir uns in dieser Folge angelegt. Außerdem haben wir noch so ein bisschen uns in der Stadt so ein bisschen gemütlich gemacht, könnte man fast sagen. Und ein bisschen über das Spiel sinniert. Wie findet ihr? Schreibt es in die Kommentare. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Destiny.